Jo, servus Leute, der Obi ist mal wieder on the road. Heute kleine Tour. 27 Kilometer in Richtung Neuhofzenn, da sind nördlich von Neuhofzenn. Sollen da ein paar Trails, Wurzeltrails, Single Trails, ein paar Abfahrten sein. Ich glaube, da ist ganz schönes Wasser runtergerannt. Kurze Hosen und Brennnesseln. So, da ist jetzt dieser schöne Trail. Der geht ursprünglich da rein. Ja, klasse. Klasse Sache. Geht ja schon wieder gut los. Beim die. Scheint einfach mal. Oh, Zeckenparadies. Einfach einmal ein paar so Bachen in den Weg reingestellt. Hoffentlich haut jetzt nicht das Windrad um. Ah, da schaut es wieder ein wenig schmeidig aus. Da gehen wir wieder vorne. Da bin ich mal vor Jahren mal lang gefahren. Aber für das, dass das da blaues Kreuzler, roter Tropfen, Wanderweg oder irgendwas ist. Ist der gar nicht mehr so schön freigerannt, ne? Soll der Hubi gewiss das nächste Mal ein wenig Hake und einen Motorsägen mitnehmen oder was? Also da vorne befindet sich jetzt das Gebiet mit den verschiedenen Trails und da fahre ich ab und zu mal ein paar Strecken doppelt oder in verkehrter Richtung. Ich hoffe, dass mein Navi mich in der richtigen Reihenfolge jetzt begleitet, weil da vorne gibt es nämlich jetzt gerade einen Wirrwarr von verschiedenen Routen und er hat irgendwie aufgehört zu sagen, wo es das nächste Mal abbiegen oder hin soll oder wie oder was. Und zwar bin ich jetzt, glaube ich, schon auf dem Holzweg. Da hat er gemeint, ich hätte da irgendwo in den Wald reingemisst, glaube ich. Ein Brummer. Hier hätte ich jetzt links gemisst. Oder rechts. Da muss ich wieder meine Rechts-Links-Schwäche. Na toll. Na ganz toll. Ja, und deswegen man immer mit Fingerhandschuhen an. Also hier war irgendwo ein Highlight. Der Wirrwarr für die ganzen Strecken hat jetzt Garmin total durcheinander gebracht, weil der hätte mir jetzt dann einfach wieder zurückgeschickt auf die Tour. Ah, scheiße. Und auf der anderen Seite war das, glaube ich, jetzt gerade eben schon ein wenig Komoot Highlight, aber du weißt halt gar nicht, wann das anfängt, aufhört oder ob du dich vielleicht schon genau mittendrin befindest. Das ist natürlich für Schaltwerkkette und Ritzel genau die richtigen Wege. Da wickelst du hinten die ganze Wohnung. Bin ich überhaupt richtig laut? Navigation schon. Ach, das ist doch alles scheiße. Ist mir die Richtung da. Ja, wie da den Baum quer schon wieder sich. Neben dem Hauptweg. Genau, das ist er. Das ist er. Ich muss mal den Einstieg da oben mal suchen. Okay, cool. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Hier ist der Lift. So, da ist der Schlepplift. Der geht da rauf in dieser Schneise. Und da geht er hoch. Das ist aber nicht so eine Abhellkiste, da so wie es ausschaut. Mehr oder weniger so downhill. Aber die habe ich gar nicht eingezeichnet gekriegt. Genau, das da ist die Seilwindensessel-Dingensbums. Da geht's rauf.
Aber ich glaube, irgendwo müssen noch die rausspringen. Spätestens hier ist wahrscheinlich die Lichtschranke. Da geht doch nichts. Ich glaube, die springen da unten raus. Das da oben ist bloß noch ein Puffer. Also das war genau dieser Neuberechnungsfehl. Ich habe jetzt aus dem Gedächtnis geahnt, ich habe die Reihenfolge der verschiedenen Trails im Kopf, aber habe jetzt da unten einen linken eingehaut. Ich bin eine Strecke aufgefahren, an der ich hätte eigentlich runterfahren müssen. Aber um die Originalroute jetzt wieder aufzunehmen, da fahren wir jetzt da einfach mal runter. Ich glaube, das wird auch ganz lustig. Da bin ich vorhin aufgestrampelt. Gut, steigt jetzt mal mit. Hier, Schleppliftschleife. Hier. Ja, das macht ja auch Spaß. So, und jetzt müssen wir mal schauen, wo wir uns hier verfranst haben. Hier muss irgendwo noch eine andere Abzweigung gehen. Machen wir halt dann später nochmal eine Aufklärung. Hier. Ja, du bist auf dem Verkehrten. Da bin ich vor uns runtergekommen, oder? Diese Uphill-Downhill-Geschichte. Boah, ich hab gedacht, Mann, da ist halt erst einmal runtergefahren. Alle, Brennnesseln, Disteln, alles dabei. Alles dabei. Scheiße. Da war lauter Ding. Da warst du überhaupt nicht. Läuft jetzt die GoPro noch? Oder hast du die schon gestoppt? Oder wie? Aber die macht dann halt einfach, wenn du das nächste Mal sagst, Start, mach dir einfach Stopp. Dann schaust du mal aufs Display. Display aus. Du alte Scheiße. Wir müssen hier irgendwo rüber. Da überhaupt einen Weg geben. Ich habe gar keinen gesehen. Hier unten vielleicht schon, ja. Jedenfalls das, was ich jetzt als Anhalter gebaut habe, das wäre jetzt ein schöner Downhill gewesen. So, das ist glaube ich wieder mal so ein Komoot-Highlight. Und da, und mal langsam, nicht, dass ich wieder einen Berg aufschieben muss. Wo bin ich denn jetzt? Er meckert nicht. Gerade durch. Wenn der irgendwann einmal sagt, bitte wenden, dann weißt du jetzt, hast du was verkehrt gemacht. Aber trotz Neuberechnung ausgeschalten, hat er vorne an der Anna-Kreuzung, wo es dreimal abgegangen ist, nicht gewusst, welchen Weg wir als nächstes nehmen müssen. Also, Komoot-App aufgemacht und geschaut, welchen ich da rausgesucht habe. Ja, schön. Nicht verkrampft, nicht verkrampft und immer schön locker durch die Hose. Ja. Jetzt ein bisschen runter. Schauen wir mal. Also, Neuhof 10, Skipiste, Klappe die zweite. Den Anstieg müssen wir noch finden. Dann fahren wir mal bis zur Kreuzung rauf. Dann fahren wir den nochmal runter. Und fahren dann den über die Skipiste rauf. Das sind meine Spuren, da bin ich, glaube ich, vor uns runter, guck mal. Das ist der Einstieg. Also, jetzt habe ich den richtigen Einstieg gefunden. Man muss immer auf den Fuchs achten. Ein Beinfuchs geht links weg. Da ist der Hauptweg. Und da daneben ist der Wurzelfrei. Oder wie der bei Komoot heißt. Ja. Das zweite Mal runterfahren, das ist schon, wenn man schon halbwegs was, um was sich dreht, ist dann schon eine andere Kiste. Auf der Nase wurzeln. Und dann natürlich immer einen zu leichten Gang drin. Das ist so ein kleiner Zwischenschub. Da muss man ein wenig langsam machen. Das geht hinter die, da geht es hinter die Gartenzäune nochmal. Also in der Luft ist das alles. Das darfst du gerne sehen. Und jetzt nochmal die Skipisten auf, uphill-mäßig, und dann geht's heim.
alles im Tourmodus gefahren. Restreichweite 17 Kilometer. Was? Wir haben 369 Höhenmeter gemacht. Kommen noch irgendwas dazu. Und dann gehen wir langsam an den Weg. Frühstück. Ich bin gerade voll in Stacheln eingehaut. Größe 2 Easy Boot. Ich denke mal vor irgendeinem Pferd. Wo ist denn der nächste Pferd? Wo ist denn der nächste Reiterhof hier in der Nähe? Kann man wahrscheinlich vorne irgendwie so im Huf rum machen. Zack, festgemacht. Zack, hat der Gaul wohl verloren. So, jetzt bin ich nach Leonroth gefahren an die Kaden Ranch. Da will ich jetzt halt keinen rausklingeln. Sprungspringer tut auch keiner. Das ist wohl eine Reit- und Pachtanlage. Und da gebe ich jetzt einmal diesen Pferdeschuh, sag ich mal. Den lege ich jetzt hier einfach auf die Kiste drauf. Und irgendeiner wird ihn dann schon finden, mitnehmen. Vielleicht so rum, dass er nicht voller Wasser läuft und dann irgendwo noch runterfällt. Alter, ich hoffe, der findet seinen richtigen Bestimmungspunkt. Alter, jetzt noch ein paar Spots. Treppenpassage, Diedenhofen und dann haben. Anhand vom Wind, weiß ich jetzt gar nicht, ob man mein Abschlussresümee jetzt noch gehört. Wenn es nichts wird, machen wir das dann da vorne in den Wald nochmal. Dann ist es zwar ein wenig dunkler, aber wahrscheinlich ein wenig windstiller. Jo, wir haben jetzt noch eine extra Runde gedreht. Wegen Treppenpassagen und so. So weiter fällt mir eigentlich nichts ein. Wort zum Sonntag habe ich nicht vorbereitet. Spruch der Woche habe ich auch nicht vorbereitet. Boah, eigentlich ist es so weiter nichts Lustiges unterwegs. Vor der ganzen Tour ja, waren einige Uphills dabei, die wo als Downhill auch ganz cool gewesen sind. Gewesen wären, die wäre ja mal noch Umbauer. Ist jedenfalls auf alle Fälle nördlich von Neuhofzenn eine Reise wert, da mal ein wenig durch den Wald zu machen. Da muss ich mal die Route umbauen, dass da mehr Downhills und nicht so viele Uphills dabei sind. Jo, alles klar. Also dann, schön, dass ihr dabei wart. Servus. GoPro, Aufnahme, Stopp. Verflixte Technik.